Hier ist Finews TV in Zusammenarbeit mit Dukas Copy TV. Mein Name ist Claude Baumann. Guten Tag. Heute geht es um High-Heeled-Bonds und bei mir im Studio ist Alexis Renaud. Er leitet das High-Heeled-Team von Meriton, einer Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Guten Morgen. Vielleicht ein paar Worte zu Meriton. Das ist ein Name, den man nicht so sehr kennt. Können Sie da ein bisschen Informationen schaffen? Ja. Meriton ist eine Tochter von Bank of New York Mellon. Wir sind in Düsseldorf basiert und wir managen ungefähr 25 Milliarden Euro. Und wir sind in dem Fixed-Income-Bereich, insbesondere für Kredit, spezialisiert. Jetzt sind Sie ja Leiter des Teams für hochverzinsliche Anlagen, High Yields. Meine erste Frage: Wie verhalten sich die High-Yield-Bonds im Verhältnis zu den Zinsen? Wir haben ja jetzt ein sehr ausgeprägtes Tiefzinsumfeld. Ja, so generell ist die High-Yield-Asset-Klasse wenig korreliert mit Zinsentwicklung. Die langfristige Korrelation liegt bei ungefähr 0%. Es gab eine Ausnahme in den letzten 6 Monaten von 2014, wo die High-Yield-Anleihe insbesondere gut mit der Zinsentwicklung gut gelaufen. Wir glauben grundsätzlich, dass die tiefe Gesamtzinssituation ist eine klare Unterstützung für die High-Yield-Asset-Klasse. Die Investoren suchen mehr Rendite. Und um mehr Rendite zu erreichen, müssen sie mehr Risiko nehmen. Und die High-Yield-Asset-Klasse bietet deutlich mehr Rendite als die souveräne Rendite. Jetzt hat sich das im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Vielleicht können Sie da ein paar Angaben machen, Renditen, die da erzielt worden sind. Ja, in 2014 hat der High-Yield-Markt in Europa ungefähr 4,5%, 5%, ungefähr 5% erreicht. Und das ist natürlich eine gute Rendite, aber das bleibt hinter die Performance von dem Investment-Grade-Bereich oder Sovereign-Bereich, weil die Duration von diesen Produkten deutlich länger ist als für High-Yield. So High-Yield hat ungefähr 5%, wenn Investment-Grade hat ungefähr 7% und die Long-Duration Sovereign-Papier haben über 10% erreicht. Jetzt stehen wir am Anfang eines Jahres, das bereits sehr aufregend begonnen hat. Welche Entwicklungen sehen Sie, die für Ihre Anlageklasse von Bedeutung sind? Ich sehe für 2015 noch eine relativ gute Entwicklung für die High-Yield-Asset-Klasse für verschiedene Gründe. Die Unternehmen haben insgesamt, ich erwarte, dass die Unternehmen insgesamt eine stabile Kreditqualität haben werden, dass die Kompanieergebnisse werden relativ gut sein und deshalb werden die Default relativ tief bleiben. Die Ausfallrate für High-Yield-Unternehmen sollte unter 3% dieses Jahr liegen und das ist deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 4,9%. So, solange die Spread tief bleiben, sollte der Markt für High-Yield, der High-Yield-Markt relativ gute Performance erreichen. Der Konsensus liegt zwischen 4 und 5% für dieses Jahr. Was sind so die Risikofaktoren in diesem Jahr, die man vielleicht jetzt schon so erkennen kann? Ja, also die Risikofaktoren liegen nicht wirklich bei dem Unternehmen oder bei dem Default, sondern mehr umherum, was umherum High-Yield passiert, insbesondere Ölpreise, Commodity-Preise. Öl ist eine klare Unterstützung für die Wirtschaft in Europa und in den USA, aber für einige Länder, Tiefölpreise, ist das ein großes Risiko, insbesondere Russland. Russland braucht einen höheren Ölpreis für seinen Budget. Und weil die Ölpreise unter $50 liegen, wird Russland dieses Jahr wahrscheinlich einen großen Budgetdefizit haben. Und weil sie sich nicht mehr in Euro und in Dollar oder kaum mehr in Euro und Dollar refinanzieren können, wird meiner Meinung nach Russland eine große Quelle von Volatilität für dieses Jahr sein.
An wen richtet sich jetzt ein solches High-Yield-Produkt? An welche Art von Investoren? Ich glaube, dass High-Yield und Short-Duration High-Yield für alle Investoren geeignet ist. Das ist ein Produkt, was High-Yield klassisch langfristig zweimal weniger volatil als Equity ist. So ein Investor, der in Equity investiert, soll, musste auch im High-Yield investiert sein. Gut, ich danke Ihnen vielmals für dieses spannende Gespräch. Das war Finnews TV in Kooperation mit Dukas Copy TV. Ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen.